Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich weiß absolut nicht, was hier gerade passiert ist. Wir haben eben dieses komische Ding in der Donner-Drachen-Kopfinsel gefunden. Konstruktorium. Ich weiß echt nicht. Oh. Das ist der Kopf von irgendwas. Muss ich das da reinwerfen? Ah. Es fehlen noch vier weitere Stücke. Link, Zeldas auserkorener Ritter. Mein Name ist Minero. Ich bin die Weise des Geistes. Welch Glück, dass du hier bist. Endlich kann ich zu dir sprechen. Die Weise des Geistes. Leider lebe ich nur noch als Geist. Mein Geist benötigt ein neues Gefäß, um von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen zu können. Vier Fabriken sind von hier aus zu erblicken. Es ist... Bitte begib dich zu allen Vieren und baue einen Körper für mich. Dies ist meine Bitte an dich, Link. Zeldas auserkorenen Ritter. Also können wir das hier den Tempel des Geistes nennen? Baue einen Körper für mich. Ich wollte eigentlich weiter erkunden, ne? Aber ganz ehrlich, fuck it. Wir machen das hier. Das wird nur sauschwer werden, weil wir echt nicht so gut ausgestattet sind. Wenn das da Schwarze sind... Es sind Schwarze, es sind alles Schwarze. Das wird verdammt schwer hier. Weil ihr seht, wir haben nicht so viele Herzen, wir haben nicht so viel Ausdauer. Uff. Übrigens sollten wir uns als Ziel setzen, das Ding dazu holen. Damit wir mehr Licht haben. Okay, hier ist eine von diesen Fabriken. Linkes Bein. Können wir das denn schon überhaupt? Oder brauchen wir hier die Fähigkeiten der anderen Weisen? Die Weise des Geistes. Oh, hey. Licht? Nee, was? Oh. Ach, da ist das drin.
Braucht man dafür zwei? Okay, ich weiß, was man machen muss. Okay. Liegt ein Steuerelement. Oh, lol. Na, hier sollten wir auf jeden Fall Sachen reinwerfen. Was kriegen wir hier? Ein Rädchen. Okay. Was brauchen wir denn hier? Also das Ding. Ach so. Ja, ich verstehe. Wir müssen also was bauen, was man darüber schießen kann. Da kann ich diese Plattform nicht holen. Die sind fest, ne? Hier liegen auf jeden Fall Raketen. Deswegen ist diese Dingens da. Ich meine, das ist ja auch theoretisch ein Steuerelement, ne? Wenn wir das als Boden benutzen. Das passt schon mal perfekt da rein. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Rocket. Die wir da dran machen. Und ein Steuerelement. Damit wir die Rakete aktivieren können. Frage ist nur, ob eine Rakete reicht. Aber wenn die eine versagt, dann können wir es wenigstens mit der anderen schaffen. Hat funktioniert, oder? Das war doch mega geil. Direkt die perfekte Höhe gehabt. Okay. Ach so, und ich muss das noch aus dem Ding da rausholen. Sollen wir das so machen? Wie ist das ganze Sonanium? Ich weiß nicht, ob man das so machen sollte, aber ey, ist egal. Noch ein Sonanium. Danke.
Aber ich sehe hier leider nichts. Hat da noch Blumen? Ich brauche mal eine. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, direkt so eine riesige zu holen, aber egal. Okay, das war nur ein Bonus. Aber vielleicht braucht man einen dieser Wagen auch. Hier auf jeden Fall nur eine nutzen. Was explodieren lassen? Jo. Also wir brauchen auf jeden Fall. Huch. Okay, ist egal, in welche Richtung der sich dreht. Wir müssen einfach nur... Aber wir müssen einfach nur noch raus. Rakete haben wir auch noch. Warte, ich stell mir das Ding erstmal gerade. Hi. Nice. Der erste Schritt ist getan. Bitte bring mir auch die verbleibenden drei Teile. Link. Das wollte ich schon immer mal machen. Das sieht doof aus. Das sah so doof aus. Ja, verbleibende drei Teile, ja, gerne, Fragezeichen. Aber ich glaube, vielleicht wäre es echt besser, zuerst die Lampe da hinten zu aktivieren. Da sollten wir uns dann tatsächlich vielleicht mal was gönnen. Ballon bauen. Wie viel kostet das? Das kostet tatsächlich nur 6. Das wäre natürlich eigentlich gar nicht so verkehrt. Am besten wäre natürlich unser Hoverschiff, ne? Wo ist denn das Hoverschiff? Das habe ich gar nicht gespeichert. Oh nö. Ist das noch hier? Oh, es ist noch da. Das Hoverschiff. Das gehört auf jeden Fall zum Favoriten. Ja. Ja, ein Ballon wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Dann können wir da weiter nach oben steigen, ne? Dann bauen wir uns das Ding einfach.
Für 6 Stück ist das ja nicht viel. Holen Sie einen Flammenwerfer. Oh, hi! Alter, warum macht der jetzt 20 Schaden? Ach, je stärker meine Herzen sind, desto mehr Damage macht er, stimmt. Arschloch! Frage ist, kommen wir hier hoch? Ja. Oh, da sind ganz viele Irrlichtdinger drauf. Aber okay, die hole ich mir später. Ich will jetzt erstmal ganz nach oben. Dann fliegen wir hier nämlich zu der Dings darüber. Ist doch viel besser. Warum kann ich das zweimal hintereinander machen? Okay. Ja, das hilft. Dann ist das nicht so dunkel alles hier. Oh, du hast ein gutes Schwert. Das hätte ich gerne. Können wir noch eine Waffe tragen oder sind wir voll? Wir sind voll. Ja. Das da ist auch ein Soldaten-Zweihänder, oder? Oder ein Ritter-Zweihänder. Aber das ist ein komplettes. Das ist ein Soldatenschwert mit Effekt. Okay. Boah, ein Soldatenschwert macht 12 Damage. Ich glaube... Jetzt haben wir ein 24er Doppelsoldatenschwert, was komplett in Ordnung ist. Geil. Das ist doch gut. So, aber wichtig war, dass wir hier diese Lampe aktivieren. Die Viecher ignoriere ich gekonnt einfach. Hey! Da ist eine Höhle. Okay. Hätte ich das gewusst, wäre ich direkt zu der Höhle gegangen. Oh, cool, da sind ganz viele Baukonstruktionsdinger. Wo ist denn der Tempel überhaupt? Da, der ist auf ungefähr gleicher Höhe. Versuche mal so hoch zu kommen, wie es geht. Weil diese Irrlichtchen hier, die hätte ich eigentlich schon gerne alle gesammelt. Oh, hier sind auch ganz viele. Auch hier drin habe ich gerade gesehen. 20.
hier einen 20er noch. Die sollten wir nicht zurücklassen, auf jeden Fall. Die sollten wir uns alle gönnen. Gerade so noch immer erstaunt und einfach gehypt, was hier gerade passiert, ne? Das ist einfach wunderschön hier. Ich liebe es. Ich liebe den Untergrund. Ich feiere den richtig, richtig hart. Da ist noch ein rotes. Da war doch gerade was, wo ich hoch konnte. Da. Oh, das ist nichts Rotes, das ist nur so eine komische Pflanze. Ich weiß, wir haben noch lange nicht alle, aber wenn wir schon mal die meisten gesammelt haben, bin ich schon happy. Weil ehrlich, das Sammeln ist cool, ne? Du kommst durch die ganze Gegend und hier war doch safe nur ein roter. Ich weiß, dass hier ein roter noch oben war. Aber das ist gerade am interessantesten, dass die zwei Kisten einfach sind. Gamma Elite Klinge 45. Aus Sonanium gefertigtes kraftvolles Schwert der Sonau. Bei der Synthese mit Sonau Bauteilen und Materialien erhöht sich die Angriffskraft weit mehr als üblich. Was ist das denn? Komm, wir lassen das scheiß Ding hier, oder? Schwert mit Sonau-Schwert. Ja, ich... Oder? Lassen wir hier drin. Was kommt hier? Ein Schild, oder was? Massive Sonanium-Schild, ja. Kennen wir schon. Haben wir hier schon einmal. Ich brauche nicht unbedingt... noch ein Flammenschild. Das ist auch benutzt. Da können wir ruhig das reintun. Alter Schwede. Was wir für Scheiß haben jetzt. Ach so, ja, warte. Damit es noch geiler wird, machen wir natürlich eine Desynthese. Lassen das auf den Boden fallen. Holen uns das massive Sonanium-Schild. Machen damit eine Synthese mit dem Kleinen. Damit haben wir ein zweites Level... Alter, wir haben vier Level 50er Schilde. Also, ufti. So, und die Gamma-Elite-Klinge, was ist das hier eigentlich? Lol, guck mal. Hier ist doch irgendwas drin, was wir brauchen. Aber sowas von... Das ist so ein... Das ist auch so eine orangene Fassung. Die brauchen wir safe am Ende. Ja, ja. Ich will noch diese Gamma-Elite-Klinge. Was können wir dafür wegwerfen? Wir könnten eigentlich mal unser Schmutzschwert hier ablegen, ne? Das hier. Ja, komm. Gib mir die Gamma-Elite. Alter, was für ein heftiges Sword.
Mächtiges Sonaniumschwert mit Gamma-Elite-Konstruktoren. Okay, das ist einfach nur eine heftig geile Waffe. Wow. 45 Damage. Ja, ich hole mir jetzt die Beta-Krieger-Lanze als nächstes. Willkommen im Konstruktorium. Wie lange ist es her, dass ich zuletzt hier Besuch empfangen konnte? Ja, an diesem Ort werden Bauteile aus Fabriken im ganzen Land zu Baukonstrukten zusammengefügt. Die hier hergestellten Apparaturen werden dann zur Drachenkopfinsel gebracht. Meine Aufgabe hier ist es, den Empfang der Komponenten aus den verschiedenen Fabriken zu beaufsichtigen. Und anschließend achte ich darauf, dass der Zusammenbau fehlerfrei vonstatten geht. Leider liegt momentan der ganze Betrieb lahm und daher habe ich zurzeit keinerlei Aufgaben zu erfüllen. Das Problem scheint zu sein, dass keine Bauteile mehr aus all unseren Fabriken hier eintreffen. Ich halte mich hier bereit und warte so lange, bis ich endlich eine neue Lieferung bestätigen kann. Gott, du Armer. Da. Linker und rechter Arm fehlt noch und linkes Bein. Oder? Linkes Bein? Doch, linkes Bein. Nee, rechtes Bein von ihr aus gesehen. Von uns aus gesehen wäre es das andere Bein. Aber okay. Hier oben drauf sind auch noch diese geilen. Ja. Zwei Irrlichte, sehr groß. Sehr, sehr gut ist das. Das ist sehr groß und sehr gut. So, also, wo müssen wir hin? Also, die eine Fabrik, in der wir waren, die leuchtet auch nicht mehr, oder? Die war doch direkt hier unten. Die leuchtet nicht mehr, ne? Da. Ja. Okay. Das heißt, nur noch die, die leuchten, sind die, wo wir auch wirklich hin müssen. So, die ist am weitesten von hier entfernt. Okay, wir könnten entweder zu der oder zu der. Ich würde sagen, wir gehen zu der da hinten. Weil an die hier komme ich noch relativ gut von woanders ran, glaube ich. Lolli ist ein Aquädukt oder sowas. Und hier ist eine Hand. Zumindest sah es gerade so aus. Es sah einfach aus wie eine riesige Hand. Okay, da ist nichts. Linker Arm. So hyped. Aktivieren wir das Ding. Aber ist das dann wirklich Tempel des Geistes? Ich weiß es echt nicht. Okay, wir müssen tatsächlich mit dem Wasser tatsächlich arbeiten. Okay, ich würde mal sagen... Oh mein Gott. Was? Okay, damit hätte ich... Boah, Alter, die Lava! Sieht geil aus! Was ist das hier eigentlich? Achso, das bringt mir das Ding wahrscheinlich neu. Okay, hier ist sonst nichts. Alter, damit hätte ich ja nie gerechnet. Wie kompliziert man das bauen kann auch. Also die Möglichkeit mit diesem Konstruktorium-Kram ist echt heftig. Boah, und die Lava, ne? Die sieht schon fucking geil aus. Das ist eine 10 von 10, die Lava, ey. Sieht schon saugeil aus. Vor allem so auch hier so helle Bereiche, dann kommen wieder dunkle, dann gehen woanders helle auf. Richtig schön abwechslungsreich.
Ach, da ist eine Kiste. Oh, warte mal. Kann ich die durch die Wand öffnen? Ich denn hier rüber? Wie stabil bist du? Sehr stabil, okay. Die Frage ist nur, wie ich da rüberkomme. Bräuchte halt so ein... Achso, wir könnten die Reifen hier holen. Ich brauche ja nur zwei, ne? Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.